Finaltag in Bruchköbel. Während draußen die neuen Schilder angebracht werden, sorgt Ausstatter Flo drinnen für den letzten Feinschliff. Was nicht fehlen darf, eine Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Chef Nathan. Also der Umbau finde ich total, total schön. Danke, Flo. Es ist toll, sieht echt super, super aus. Großes Finale in Bruchköbel. Kleines Resümee, kann man jetzt eigentlich schon wagen. Ja? Der Anfang war sehr wackelig, es hat richtig geknallt. Ich habe sowas noch nie gesehen. 100 schieß mich tot Gerichte auf der Speisenkarte. Dann gestern eine Mega-Marketing-Aktion, die wirklich wunderbar war. Aber ich habe noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Die Realität, die ist auf dem Platz. Ja? Und da müssen wir jetzt mal gucken, was wir heute im großen Finale für ein Ergebnis bekommen. 24 Punkte gab es beim ersten Testessen. Da sollte heute nun wirklich mehr drin sein. Oh, guck mal hier. Alles tutti, alles aufgeräumt. Ich, der Cheffeger vom Dienst, sieht hier, guck mal hier, tipptopp. Buongiorno, buongiorno. Alter Falter. Das ist aber mal richtig schön geworden. Das dunkle und überladene Ambiente erstrahlt jetzt hell und einladend. Altbacken gefaltete Servietten wichen einer klaren Dekolinie auf den Tischen. Tapeten im Kaffeehaus-Schick machten Platz für schlichte Wände. Und wo vorher Engel schliefen, ist heute reduzierte Blumendekoration zu finden. Herzlichen Glückwunsch. Oh, elegant, ruhig. Wie geht's dir? Gut, super. Dankeschön. Bist du nervös? Ja, natürlich. Ein bisschen schon, ja. Ja? Also vor die Testesse bin ich natürlich sehr, sehr aufgeregt. Ich hoffe, dass das alles super laufen wird, dass wir uns jetzt gut kommunizieren, also die Küche und die Service. Was gibt's heute zu essen? Also heute haben wir als Vorspeise... Hast du eine Menükarte oder sowas? Natürlich haben wir eine Menükarte vorbereitet. So, was haben wir im Menü hier? Also Vorspeise, also gemischte Antipaste, Misto. Ja. Hauptgericht haben wir 4 Gerichte, also 2 Nudeln, 2 Pizza auf Wahl. Super, super. Und Dessert haben wir auch 2 Gerichte nach Wahl. Also es sieht auch nach was aus. Das ist auch eine Karte, ja, die zeigt auch Niveau. So. Schön ist es geworden. Richtig schön. Flo, gut gewonnen. Ja. Ach, guck mal. Hat er noch seinen Ehrenplatz bekommen? Das ist aber süß. Dann kann er immer alles sehen, ne? Wie du das jetzt weitermachst. Ne? Ich glaube, dein Mann wäre sehr stolz auf dich. Und er ist auch sehr stolz auf dich. Er sieht ja alles. Erst vor ein paar Monaten ist Anjas Mann überraschend an Lungenkrebs gestorben. Als ungelernte Gastronomin übernahm sie sein Lebenswerk. Ja, das Bild von Natalie natürlich, das war sehr emotional, dass ich den hier gesehen habe, dass der hier mit uns weiterlebt. Da kann man nichts dran ändern. Das ist jetzt deine Zeit. Und heute ist der erste Tag davon. Flo, danke schön. Hervorragende Arbeit. Vielen Dank. Ich gehe mal gucken, sind die Jungs in der Küche? Ja, die sind schon da, die ganze Zeit vorbereiten. Ja? Also ich glaube, dass mein Mann jetzt gerade so, genau so wie ich, aufgeregt ist. Und hält mir die Daumen, dass ich das alles halt schaffe, weil das sind das bestimmt. Und wenn er erst seine Küche sehen könnte. Nach 20 Jahren rundum erneuert, gibt es hier keine Ausreden mehr, falls das Essen nicht schmeckt. Ich bin fast fertig. Von meiner Seite auch. Die Dessert ist auch fertig. Ich denke, heute war alles gut. Beim Anrichten der Teller geht Fabrizio in seiner neuen Rolle als Chefkoch auf. Alle Anweisungen kommen präzise. Oh! Was ist hier los, meine Freunde? Oh, Tiramisu, schon fertig? Boah, darf ich gar nicht essen. Ich habe ja gerade den Fettkampf hier. Boah. Jetzt ohne Scheiß, ne? Wer hat das gemacht? Wer hat gemacht? Alles ist so. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist Spitzenklasse. Danke. Ja, ich weiß, was Sie sagen wollten. Ich weiß. Im Grunde genommen eine Punktlandung. Und das stimmt. Und ich bin auch mega happy. Super Gastronomen, super Köche, super Menschen und vor allem neue Kollegen gewonnen. Jetzt müssen das nur noch die Testesser abnehmen und quotieren.
Zusätzlich zu den 20 Testessern kommt heute auch La Familia. Anjas Tochter, die Lara, und Stiefsohn Angelo mit seiner Frau und Tochter. Alle haben sich nicht nur um die Zukunft des Restaurants große Sorgen gemacht, sondern auch um die Gesundheit von Anja. Wie gefällt euch hier? Also heute bei den Testessen kommt auch meine Familie, dass die auch sehen, was hier alles sich geändert hat. Und das freut mich auch natürlich. Wow. Toll, oder? Abstimmen können allerdings nur die Testesser. Und die können gleich mal beurteilen, ob Anja in Sachen Gastgeberin etwas dazugelernt hat. Der Einzige, der nur hier rumrennt wie Falschgeld, bist du. Und die Gastgeber, versteckt euch hier nicht so. Was seid ihr denn drauf? So, schönen guten Abend. Dagegen heute? Schönen guten Abend. Sehr nett, Sie wiederzusehen bei uns in unserem neu gestalteten Restaurant. Italienische Restaurant. Herzlich empfangen setzen sich die Gäste. Zum ersten Mal scheint Anja in ihrer Rolle als Gastgeberin anzukommen. Jetzt ist sie in ihrem Restaurant. Dieser ganze Raum, wenn man hier reinkommt, ist viel größer, viel einladender. Also ich finde es klasse. Fällt mir richtig gut. Ein Restaurant jetzt. Vorher war es ein Trödelladen, jetzt ist es ein Restaurant. Es ist wunderschön geworden. Prosciutella, das ist so Mischung zwischen Schinken und Mortadella. Es hat einfach mal eine Struktur. Also man weiß tatsächlich, jetzt bin ich beim Italiener angekommen. Nicht dieses Mix aus Grieche, Italiener, Kroate, ich weiß nicht, was für verschiedene Typen das letzte Mal dabei waren. In der Küche laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die italienischen Antipasti-Teller sind bereit zur Verkostung. Zumindest optisch liegen Welten zwischen dem ersten Testessen und dem heutigen, alles entscheidenden Abend. Jetzt muss es nur noch schmecken. Die Vorspeise schmeckt sehr lecker, wie eine richtige Antipasti, wie man sich das so vorstellt. Also den Service finde ich sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Sie kommen viel mehr auf einen zu. Letztes Mal hat man gar nicht mitbekommen, wer die Chefin so ist. Jetzt hat man sich auch schön vorgestellt und alle schön begrüßt. Was geht am meisten? Geht's Pizza? 9 Pizza. Fabrizio? Ja. 9 Pizza. 9. Endlich sprechen Service und Küche die gleiche Sprache. Wenn es nur nicht wieder zu Missverständnissen kommt. So, das ist das A und O. Mise en place. Ordentliche Vorbereitung, damit das gleich schön ruckzuck ordentlich rausgeht. Das machen Sie jetzt auch gut hier. Schreiben Sie die Pläne schön, dann hat jeder Tisch seine Bestellung und so wird das dann auch gemacht. So nicht anders. Fabrizio ist in seinem Element. Endlich darf er kochen, was er liebt. Die italienische Küche. Auch seine Rolle als Küchenchef füllt er rundum aus. Er ist der Dirigent der Küche. Diese Liebe fehlte vorher bei den Gerichten. Die neuen Teller schmecken schon beim Hinsehen nach Italien. Ich gehe zu spielen. Pizza Rucola bekommen Sie, bitte schön. Im neuen Pizzaofen gebacken, dürfte es an der Pizza nichts mehr zu meckern geben, oder? Ich finde den Geschmack sehr gut. Man schmeckt frische Gewürze, man sieht frische Gewürze, was ich sehr wichtig finde, weil das Auge isst ja auch mit. Die Soße schmeckt gut, die Salsiccia ist lecker. Sieht auch sehr, sehr gut aus, aber von daher ganz toll. Doch hinter den Kulissen bahnt sich eine kleine Katastrophe an. Ja, Trophy, oder? Trophy. Tisch 17 habe ich. Tisch 4. Hier hast du? Tisch 6, nein, nicht. Die Kollegen in der Küche rotieren. Irgendetwas ist schief gelaufen. Was macht da eine Pizzanummer? Ja. Der muss noch 5 machen. Der war 11 Pizza. Aber Sie haben noch 5. Der hat doch 9 gesagt. Naja, jetzt sind noch 2. Ja. 9 Pizzen. Habt ihr alle gehört? 9 Pizzen. Können wir das kurz noch mal eben ruhig zurückspulen? 9 Pizza. Fabrizio. 9 Pizza. So, siehst du? Habt ihr gehört? 9 Pizza hat sie gesagt. Jetzt stehen 11. Wir brauchen bitte noch einmal Kaffee, dann einmal zu wenig aufgenommen. Ja, wie kann das denn sein? Leider passiert jetzt hier. Tut mir leid. Ja, aber das kann doch nicht sein. Das ist das finale Testessen. Wie kann da was passieren? Wem ist das passiert? Ja, tut mir sehr leid.
mir ist leider ein Fehler passiert. Ich habe leider ein Essen zu wenig aufgeschrieben. Ich hatte anstatt 4 nur 3. Vergessen. Einmal Nudeln vergessen, zweimal Pizza vergessen. Was ist denn hier los? Und der war 4 Gericht. Guckst du mal, das ist 280. Der Sternekoch ist am Ende seines Lateins. Wie beim ersten Testessen muss das Team in der Küche unter den Fehlern der Chefin leiden. Wieder einmal hat ihre fehlende Gastroerfahrung allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Küchenduo rettet die Situation, aber Frank Rosin platzt der Kragen. Ja. Guck mal, das ist heute dein Finale. Das ist dein Beginn für dein, für die neue, für deine Zukunft. Ne? Wenn das heute meine neue Zukunft ist, mein neuer Moment, wird durchgewählt. Warum? Weil du bist der Kapitän. Du führst das Schiff. Du hast sie nicht eingeladen und hast gesagt, wir üben das jetzt. Hast du nicht gemacht. Ihr seid mit derselben Aufstellung wie früher hingekommen und habt euren selben Scheiß gemacht. Er ist stinksauer, weil er nämlich sich den ganzen Tag vorbereitet hat und ihr mit 1 oder 2 Fehlern alles kaputt gemacht habt. Ich will es dir nur erklären, weil ich bin nur noch heute hier. Und es darf dir morgen nicht mehr passieren. Ich verstehe, dass der Frank gerade sauer war, weil wir haben draußen einen Teller gemacht. Wir haben den ganzen Ablauf kaputt gemacht. Und das gerade am Finale natürlich. Aber vielleicht kann das süße Finale des Menüs alles noch retten. Denn beim finalen Testessen dürfen sich die Gäste dieses Mal über ein Dessert freuen. Italienische Creme mit Biskuit und Tiramisu zaubern den Testessern hoffentlich gleich ein Lächeln ins Gesicht. Diese Gabel bleibt schon einmal nicht auf dem eigenen Teller. Schmeckt's denn auch? Der Nachtisch schmeckt mir besonders lecker, weil ich mag Tiramisu und das ist wirklich ein sehr gutes Tiramisu. Und auch mit den Früchten drumherum ist es ein bisschen frisch, also es ist sehr lecker. Sehr gut. Für mich ist das jetzt schon gehobene italienische Küche und das ist das, was ich eigentlich mag. Ein positives Feedback, das mag auch die Chefin. Ja, ich bin glücklich, irgendwie. Ich weiß nicht. Ist alles, denke ich, gut gelaufen. War ein paar Fehler natürlich, aber allgemein denke ich mir, nicht so wie letztes Mal. So, ihr Lieben. Jetzt wird bewertet. Denn nur was schwarz auf weiß geschrieben steht, zählt. Hoffentlich konnte das Team der Pizzeria zur Alten Post heute wirklich überzeugen. Heute mindestens 44. Mindestens. Ich gehe Baustellarbeit. Eine klare Ansage, die der 40-Jährige hoffentlich nicht umsetzen muss. Für die Finale habe ich gesagt, 40 Punkte bekommen, wird sehr schön. Ich hoffe, dass wir das halt schaffen. So, ihr Lieben. So schnell ist die Zeit vergangen. Vorher war der Laden bunt. Jetzt können die Gäste bunt sein. Eine Speisenkarte, die übersichtlich ist. Und eine Speisenkarte mit 30 Gerichten, wo die Crew ganz locker sehr gut kochen kann und damit auch arbeiten kann. Ihr habt beim ersten Testessen 24 von möglichen 50 Punkten bekommen. Das war... Meiner Meinung nach war das nicht der Sache gerecht. Ich hätte euch keine 5 gegeben. Heute habt ihr von möglichen 50 Punkten 45 Punkte von 50 Punkten. Anjas Angst vor Veränderung war völlig unbegründet. 3x9 Punkte für Geschmack, Speisenangebot und auch Ambiente. Preis-Leistung verbessert sich auf 8 und der Service bekommt sogar trotz Schnitzer die Höchstpunktzahl. Also ich bin auch sehr glücklich, damit wir 45 Punkte geknackt haben, dass wir in die paar Tage das geschafft haben. Jetzt, ich denke, dass ich alles motiviert. War super mit euch. Wir sind alle sehr, sehr glücklich. Ihr habt es echt verdient. Zeigt es Bruchköbel, dass es hier authentische italienische Küche gibt. Dazu wünsche ich euch alles Gute und vor allen Dingen ganz viel Gesundheit. Ein sehr emotionaler Fall geht für Frank Rosin zu Ende. Und auch für das Team. Nach einem Schicksalsschlag haben sie sich Hilfe vom Sternekoch geholt und sind jetzt bereit für einen echten Neuanfang. Jetzt Gott sei Dank haben wir geschafft. Also der Frank hat uns in die neue Stadt sehr, sehr viel geholfen. Ohne ihn wäre das alles, was heute anpasst, jetzt ist nicht möglich.